Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Mittwoch, der 25. März 2020, 12.15 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Wir freuen uns, einen Neuzugang in Hänlingen zu begrüßen. Flora. Sie wird bestimmt mit Auspacken beschäftigt sein, also schaut doch mal bei ihr vorbei. Das war alles. Euch einen fantastischen Tag hier. Super. Dann passiert heute nicht allzu viel, aber ich habe gerade schon Tina gesehen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben im LP und auch noch gar nicht offscreen. Mal gucken, was sie will. Kokong wartet schon geduldig vor unserer Tür. Hallöchen, ich bin's, Kokong. Ich will plaudern. Hänling hat genau die richtige Größe. Nicht zu eng und nicht zu weit. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Packen Sie bitte Ihren Arsch ein. Apropos Arsch, da muss ich euch heute noch was zeigen. Und zwar kann man in Animal Crossing New Horizon aufs Klo gehen. Also als kleine Info, ich werde es wahrscheinlich nicht einsetzen, nicht nutzen im LP, aber wir zeigen es jetzt einfach mal, oder besser gesagt, ich zeige es jetzt einfach mal, damit es komplett ist. Damit ihr nicht sagen könnt, ich hätte es euch nicht gezeigt. Zum Beispiel. Gut, und ich habe meine erste schwarze Rose gezüchtet und meine erste orangene Rose. Die könnt ihr hier sehen. Und hier gibt es sogar schon den Special Schmetterling, den ich haben wollte. Was für ein Zufall. Und zwar könnt ihr, wenn ihr schwarze oder orangene Rosen habt, den Ritterfalter fangen. Kannst du mit der Rüstung noch fliegen? Comedy Gold. Einfach nur Comedy Gold. So, essen wir eine Orange. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Jetzt haben wir doch die Früchteanzeige. Und wenn ihr das jetzt zum Beispiel nicht braucht, wenn ihr nicht aus Versehen irgendwas ausgraben wollt, wenn ihr nicht aus Versehen irgendwann was anderes machen wollt, könnt ihr erstmal in ein wildfremdes Haus gehen. Nein, das ist das Haus von meiner Freundin. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo sie ihr Badezimmer hat. Ich glaube hier. Ja, hier war's. Hier könnt ihr aufs Klo gehen. Und dann wird euch der Apfel wieder abgezockt. Ich fühle mich wie neu geboren. Und die Toilettenspülung geht. Also ihr könnt in Animal Crossing kacken. Wow. Es sind so kleine Details, die das Spiel besser machen. Wie zum Beispiel auch der Flipper. Der jetzt sogar mit Kugel animiert ist. Wow. Okay. Ich wollte es euch nur kurz zeigen. Ist nichts Großes, aber trotzdem nettes Detail. Gut, dann spenden wir jetzt das Zeug. Ich habe noch recht viel anderen Stuff. Oh mein Gott, wir haben Pfirsiche. Super. Die haben wir von unserer Mom geschenkt bekommen. Die sind jetzt gewachsen. Geben wir den Ritterfalter ab. Mal gucken, was Eugen dazu zu sagen hat. Huch. Ui, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Robin. Willkommen im Museum von Hänlingen. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will was stiften. Fabelhaft. Was hätten Sie denn zum Stiften? Ich hätte Ritterfalter. Ja. Hilfe, ein Ritterfalter. Oh, Graus, oh, Schlotterschreck. Still, Eugen, du bist Kurator der Wissenschaft. Kein frisch geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie. Ich kann Ihnen viel dazu erzählen. Ja, komm, lass hören. Oh, ach so, gut, wenn das so ist. Ein edler Ritter? Pfui, kann ich nur sagen. Die Flügel des Ritterfalters mögen ja ein besonders nobles Muster haben. Doch seine vorderen Flügel sind oft von dunklen Haaren übersät. Jawohl, haarige Flügel. Da steht mir jede Feder zu Berge. Na, in dem Fall. Allerherzlichsten Dank für die Spende. Wir geben gut auf die Krabbler acht, aber sie sind schon ekelhaft. Danke und tschüss. Ja, wir sehen uns irgendwann mal wieder, Eugen. Gut, dass wir den jetzt schon haben.
Jetzt brauchen wir eigentlich gar keine schwarze Rose mehr. Wir können Goldrosen züchten, aber ich weiß nicht, wie das geht. Da müsste ich mal nachgucken. Wir haben auf jeden Fall den ersten Schritt schon gemacht. Und hier ist eine pinke Rose. Die gibt es normalerweise nur durch weiße und rote Rosen. Hier ist jetzt in der Mitte von roten Rosen gespawnt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Bug oder so. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. So, jetzt hier so. Einfach mal ein paar Blumen gießen. Was war denn das da vorne? Schwalbenschwanz. Nichts Relevantes. Ich guck, dass ich die Blumen rauszüchte, damit wir nachher ganz viel schöne Blumen haben. Das geht aber leider nur mit einer Gießkanne, die uns mal wieder zerbrochen ist. Gut, Tina, was gibt's? Guten Tag! Hi, entschuldige die Störung, aber wohnst du hier auf der Insel? Ich versuche gerade mir einen Namen als fahrende Händlerin zu machen, aber eigentlich heiße ich Tina. Ich bin eine alte Freundin von Nepp, Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Eine ganz alte Freundin. So habe ich von Henning gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu eröffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein, also sprich mich ruhig mal an. Ach, weißt du was? Wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Ja, komm. Spitze! Dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Okay, was haben wir dann? Ein Hosenanzug? Was zur Hölle ist ein Hosenanzug? Ja, haut ein paar Stahlkappenschuhe. Das sieht doch cool aus. Ein Anzugshemd. Eine Flauschweste. Eine Korthose. Okay, es hat schon mehr Qualität. Aber es lohnt sich halt immer noch nicht. Du kannst bis 22 Uhr bei mir sein. Okay. Immerhin, immerhin. Kokon haben wir gesehen. Guck mir bei Flora vorbei. Und gucken, was die zu bieten hat. Eppa. Da wohnt keine Flora, da wohnt Nepp und Schlepp. Hier wohnt Flora. Oh mein Gott, was für ein schönes Haus. Passt zu ihr. Ich find's toll. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte den Bewohner in New Leaf. Und fand ihn dort richtig cool. Mal gucken, ob sie was an seinem Charakter verändert haben. Echt abgefahren! Hier auf Handling, ich bin übrigens Flora. Willst du wissen, wie es mich hierher verschlagen hat? War echt schräg, ich war auf so einem Wellnessurlaub und so. Da schlägt mir Banani plötzlich vor, hierher zu ziehen. Ich erstmal so, nee, oder? Aber Spaß muss sein, ich hab dann gedacht und das Ding knallhart durchgezogen. Flamingo. Ich nenne ihn größtenteils, oder nenne sie größtenteils Ingo Flamingo, weil... Guckt sie euch an, sie ist schon eine Süße. Robin hat eine Anziehung gegenüber Tieren. ja gut. Nein, eigentlich nicht. Aber es gibt schon Dorfbewohner, die cute sind und andere, die sind halt... Nee. Also für so einen Sascha würde ich töten. Für so einen Fido auch. Aber die haben wir leider noch gar nicht angetroffen. Das ist so mein Ziel, die noch früher oder später zu bekommen. Übrigens, die Brücke haben wir auch schon fertig. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Part schon gezeigt habe. Und Hamid hat mir noch eine Offscreen, eine Straßenlaterne gegeben. Die habe ich gedacht, stelle ich hier hin. Gut. Uns fehlen noch ein paar Fische. Ist mir aufgefallen. Die meine Freundin geangelt hat und ich nicht. Zum Beispiel so eine Art Goldfisch. Kann ich euch vielleicht irgendwann später zeigen. Und ja, komm, lass uns erstmal Items verkaufen. Erst so eine Art Goldfisch, dann den Riemenfisch, den es aktuell gibt. Alter, der. Ich möchte wissen, wie viel der wert ist. Hallo? Der spawnt ja abnormal oft. Und was fehlt uns noch? Wir haben den Riemenfisch nicht, den Goldfisch, den Koi-Karpfen haben wir noch nicht. Und das war es dann auch schon größtenteils, glaube ich. Ich habe meine Wohnung ein bisschen umgestaltet, wie ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt. Den werde ich auf jeden Fall verkaufen. So, alles mal mitnehmen, was wir verkaufen werden. Das ist doch recht viel Zeug. Ah, so viel Zeug ist gar nicht. Warte mal, die brauchen wir für Medizin. Die Wespennester. Das gelbe Vinyltuch können wir mal an den Strand legen. Ich glaube, das macht sich gut als...
Ah, ich glaube, die kann man gar nicht an den Strand legen. Ja, dann ist es kacke. Dann bringt es echt nichts. Nee. Dann machen wir das nicht so. Dann verkaufen wir das, was wir im Inventar haben. Außer... Ja, doch, wir verkaufen alles. Ich habe noch so einen Tischspiegel bekommen, der sieht aber übelst hässlich aus. Deswegen brauchen wir den auch nicht. Ich finde es cool, dass sie jetzt auf einmal so am Rathausplatz steht und ihr Zeug verkauft. Ist mal was anderes. Nook lächelt mich schon so an. Wie viel bekommt man für 5 Tage? 200, alles klar. Gibt's was Neues? Ah, eine neue Mauer. Feldsteinmauer. Ziegelmauer. Okay, jeden Tag gibt es noch andere Mauern. Dann kann man noch seinen Nook-Phone gestalten. Habe ich herausgefunden. Holen wir uns mal die Feldsteinmauer. Ich glaube, das macht sich gut fürs Museum. Und wir haben dann mehr Möglichkeiten. Was Design angeht. So, Nook, gibt's was? Oder wie sieht's aus? Ah, Robin, hallo, hallo, was darf sein, was liegt an? Eigentlich nichts. Ich habe gedacht, du hast irgendwelche Aufträge wieder für mich, aber in dem Fall nicht. Hier ist leider auch nichts drin. Okay, dann ist der Raum heute komplett uninteressant für uns. Mein Haus habe ich leider noch nicht abbezahlt. Das wird sich aber bis zum nächsten Part ändern, hoffentlich. So. Zack. Gehen wir zu Nepp und Schnepp und verkaufen Zeug. Ah, ich wollte noch gucken, was Nook im Angebot hat. Der hat doch auch immer so eine Auswahl von Zeug im Inventar. Hier haben wir einen Kaugummi-Automaten, ein Radio, ein Metronom. Oder wie heißt das? Metronom, oder? Taktmesser. Ah, ja. Nehmen wir nicht dazu. Was ist das hier? Ein Laborset. Okay, wer Crystal Meth auf der Insel kochen möchte, der kann das machen. Ich... Alter, 6000. Wir nehmen es mal mit. Wir gönnen uns mal. Ich find's cool. Ich meine, die passende Maske dazu haben wir ja schon. Dann können wir echt, glaube ich, Crystal Meth verkaufen. Verkaufen wir aber erstmal unser normales Zeug. Und danach den Ritterfalter, weil ich will wissen, wie viel der wert ist. 16.000 Sterne ist alles klar. Okay, dann haben wir das Laborset immerhin draußen. Jetzt, wie viel ist der Ritterfalter wert? Lohnt sich das, den zu fangen? Oder muss ich weiterhin Seebärsche aus dem Wasser ziehen? Ein Ritterfalter, dafür 2.500 Sterne? Was? Oh mein Gott, so kann man übelst viel Geld farmen. Nicht dein Ernst. Krass. Okay, haben die sonst noch was hier? Einen neuen Regenschirm, Tröpfchenschirm, aber Regenschirme finde ich immer uninteressant irgendwie. Dann kannst du die Anleitung für die... Bist du der Bastelboss? Das haben wir, glaube ich, gar nicht gekauft, kann es sein? Das kaufen wir auf jeden Fall, weil wir haben jetzt genug Geld. Also mit dem Falter, das könnte ordentlich brezeln. Da habt ihr eine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen mit dem Falter. Vor allem jetzt im März, April. Ich glaube, da ist die Zeit von den Faltern. Wir können gleich mal gucken. Und dann müssen wir uns gerade noch das Ding angucken. So. Was wir alles freigeschaltet haben an Bastelanleitungen. Wir haben einen Holzwaschtisch. Eine Holzblocktrommel. What the fuck? Ein Steinofen. Für Pizza, natürlich. Eine Eisenwandlampe. Und ein Eisenholzspülschrank für eine Küche beispielsweise. Das ist also so Essenszeug, was wir jetzt bekommen haben. Eine helle Bambusmatte, die habe ich, glaube ich, vorher schon bekommen. Und Kochfeuer. Für draußen zum Grillen oder so. Oder ja, so zum wie heißt denn das? Zum Kochen. Aber es gibt so
Wie heißen die eingekochten Töpfe? Die eingekochten Töpfe, alles klar. Wie heißen diese Dinger in Japan? Oh Gott. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wir sind jetzt weiter auf Falterjagd. Alter, schon wieder 2500. Junge, Cash ist da. Also ganz ehrlich, so wird man am schnellsten reich. Da lohnt sich auch jeder Fang von dem Vieh. Da haben wir auch gar nicht so viel Aufwand. Die spawnen ja immer. Die spawnen ja recht schnell, ohne Witz. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist es denn? Faunapedie. Also es ist ein Insekt, das ziemlich weit vorne ist. Das vierte. Von 6 bis 18 Uhr. März bis Juni gibt's den. Jo, ich glaube, bis Juni haben wir das Haus abbezahlt. Der spawnt ja echt schnell. Da haben wir noch die Kaulquappe, genau. Marlin, den gibt's nur beim Steg. Da aufpassen. Also so viel haben wir noch gar nicht. Aber eben ist es erst eine Woche, seitdem ich spiele. Insekten haben wir im Gegensatz schon ziemlich viele. Also im Gegensatz zu Fischen. Da fehlen noch etliche. So. Was können wir machen? Wir können Kokon mal besuchen, wir können Hamrit mal besuchen oder wir besuchen mal Dörte. Die würde ich gerne mal suchen, alle. Ich weiß nur noch nicht, wo die sind. Und was die machen und ja, eben. Bin unterwegs, Dörte. Alles klar. Dörte ist irgendwo, dann Hamrit. Wie bringt eigentlich eine Biene? Wir müssen hier ein bisschen aus. Ich glaube, eine Biene ist, glaube ich, nur 45 Cent wert oder so. Gehen wir nochmal hier unten lang. Vielleicht ist der Falter nochmal da. Es ist zu gut. Wir haben soeben 5000 Sternis gemacht. Ich glaube, bis zum Ende vom Part können wir unser Haus abbezahlen. Ah, warte. Nug mal. Ich war schon richtig. Ich habe mich gerade vertippt. Ja, also ich habe gedacht, ich habe mich vertippt. Komm schon. Immerhin ist Hamri zu Hause. Alter, aber wie oft die Viecher spawnen. Das ist krass. Und ole, echt gelungen, Robin. Was geht? Ich habe eine Bienenwabenwand angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen, so bei Kilometer 33 meiner ersten Runde. Ja, dreibeinig geht sowas natürlich schneller. Du siehst, wozu Langstreckenläufer gut in der Lage sein können. Die Biene joggt mit, merkt ihr das? Jo, willst du so ein Bastelprojekt? Wie wird's gemacht? Du hast Glück, dass ich mir immer gewissenhafte Notizen mache. Gib her. Ich hoffe, meine Schrift ist leserlich. Super. Heißt? Wie machen wir die? Was brauchen wir dafür? Die Bienenwabenwand. Wo ist die? Hier. Die sieht doch voll gut aus. Gibt es da noch andere Möbel? Das ist schön, dass Hamrit uns immer neue Sachen schenkt. Finde ich gut, feiere ich. Das ist echt super. Warte, wir gehen gerade nochmal 2500 Sternis machen. Wo ist er? Irgendwo muss doch wieder einer sein, oder? Ja, okay. Okay, wir können auch einmal einen Griff ins Klo haben. Das gibt's halt auch. Gut. Dann gehen wir auf Harveys Insel. Den haben wir im letzten Part getroffen. Und in dem Part gehen wir mal zu ihm. Mal gucken, wie es dort aussieht. Ich war selber noch nicht dort. Hey, willkommen am Flughafen. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte fliegen. Okay, Roger. Zu Harveys Insel, komm. Hä, Harveys Insel? Was? Ach so, du meinst die Insel, auf der Harvey lebt, Roger. Es kann gleich losgehen, aber du bist bereit. Hast du, was du brauchst? Auf geht's, komm. Dann los, ab in die Luft mit dir. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower Uno. Empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Alles startklar. Gut, dann guten Flug. Viel Glück! Wusstet ihr, warum Dodos ausgestorben sind? Weil Menschen, also die, ich weiß nicht, was für eine Insel das nochmal war. Könnt ihr auf Wikipedia nachlesen. Im Land bin ich fast ein Ass. Könnt ihr auf Wikipedia nachlesen, aber Menschen haben
auf der Insel der Dodos Haustiere abgesetzt. Und die haben dann, also Hausschweine beispielsweise und normale Katzen, Hunde. Und die haben dann die Nester der Dodos geplündert. Und die Dodos haben halt keinen Nachwuchs mehr bekommen. Das Problem ist, die hatten auch keinen Schutzreflex. Ja, einfach so nebenbei. Alter, was ist das für ein cooles Ding? Was geht? Hey, du hast doch noch hierher geschafft. Freut mich, Robin. Puh, Glück gehabt. Immer wieder schön, gute Vertraute wiederzusehen. Bekannte Gesichter, Namen, die sich einem einprägen. Wie, Robin? Kann ich gar nicht vergessen. Oh nein, Hüstelschniff. Hoffentlich riecht man mein Gras nicht. Naja, also jedenfalls, willkommen auf Harveys Insel. Ich habe hier ja ein Fotostudio, falls du es noch nicht weißt. Heißt Fotopia, der traute Schuppen. Wie Utopia, kapiert? Das ist sowas wie ein super tolles Paradies und so. Jedenfalls gibt's nirgendwo besseres Fotoservice als bei mir. Steck mal das Näschen rein. Ja? Also nicht nur in die Fotos und in die Hütte, sondern auch in das weiße Pulver, das da drin liegt. Wäre cool. Okay, kann man hier rein? Tatsächlich. Harvey hatte eine ziemlich komische Funktion. Mal gucken, ob sie diesmal besser wird. Fotopia ist schon was Feines, oder? Für mich ist der Laden fast noch heimlicher als daheim. Wobei, im Moment bin ich ja in Fotopia daheim, von daher. Aber hör mal, wollen wir deinen Besuch nicht feiern mit einem kleinen Bildchen? Wenn ich dir was zum Studio erklären soll, gib einfach laut oder leise, ich höre ja gut zu, Bescheid. Toll, lass mal hören. Echt, na klasse. Bei Knipsfragen bin ich der Hund vom Fach. Also, auf drei Sachen kommt es beim Knipsen besonders an. Kulisse, Komparsen und Klamotten. Schnöder ausgedrückt, bau eine hübsche Szene, lad deine Leute ein und zieh ihnen was Flottes an. Der Rest läuft dann sowas von easy. Du glaubst es nicht. Ist halt der Fotopia-Faktor, wie ich ihn nenne. Soll ich die Kulisse, Komparsen oder Klamotten genau erklären? Nee, bin allwissend. Wir probieren es aus. Oha, allerhand. Na dann, viel Spaß im Studio. Darfst es jederzeit nutzen. Okay, dann vertrete ich mir mal ein bisschen das Fahrwerk. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Kann man da auch das Zeug mitnehmen? Wir haben Nukmal bekommen. Okay, anscheinend habe ich... Was? Je dicker der Katalog... Ah, okay, ich habe 100 Sachen im Katalog angeblich. Warum auch immer. So, gucken wir uns das an. Da können wir jetzt auch Zeug platzieren, oder wie sieht es aus? Ah, nee, wahrscheinlich nur für die einzelnen Szenen. Das ist echt merkwürdig. Muss ich da hinter die Kamera, oder was muss ich machen? Muss ich mich hier draufsetzen? Ich hätte mir das Tutorial doch anhören sollen. Vielleicht über Amiibo-Funktion? Nein. Die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Aber es sieht mal ein volles Haus aus. Ich zeige es euch mal, wenn ich es kann. Ich finde, das braucht man halt mal wieder nicht. Wie den Wohnmobilplatz bei New Leaf. Ja. Was soll ich großartig dazu sagen? Ist ja auch eigentlich, ja, ist gut, dass man nur über den Flughafen dorthin kommt. Dann muss man nichts dafür bauen. Hätte es nicht gebraucht, weil man kann, ja, man kann halt so Szenen erstellen. Ich habe mir das mal angeguckt, aber wir brauchen Amiibos dafür. Ich habe keine Amiibo-Karten, weil ich dann eh nicht die Bewohner bekomme, die ich möchte. Und... Ja, gucken wir uns dann anders an. Vielleicht habe ich bis irgendwann Amiibos. Mal gucken. Mit ein bisschen Geduld wird es schon. Vielleicht machen wir mal einen speziellen Part dafür. Wer weiß. Wir brauchen mehr rote, wir brauchen mehr schwarze Rosen. Das ist echt nötig. Was gibt's, Kokon?
Hallihallo, wunderschöner Tag für einen Spaziergang, stimmt's? Du, ich hab da was gehört. Banani will mit einem ganzen bestimmten Namen gerufen werden. Allererste Siedlerin. Total knuffig, oder? Also meiner wäre ja der Vielfraß von Händingen. Oder der Nudist. Wir wissen es nicht. Seine Koteletten sind cool. Ja, okay, vielleicht ist es aktuell mein Lieblingsbewohner, Kokong. Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht so ganz so einschätzen. Oh, verdammt, jetzt haben wir den Fisch verjagt. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Gießkanne, dass wir mit den Rosen vorankommen. Und damit wir mehr Ritterfalter fangen können. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht zu viele Ritterfalter fangen, weil sonst werden wir zu Ritters. Und es will ja keiner. Keiner will zu einem Ritter werden. Wir brauchen Weichholz. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? So. Jetzt haben wir zwei. Ja, das ist irgendwie scheiße, dass es zufällig ist. Es gibt sogar unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, Weichholz habe ich viel mehr als normales Holz und Hartholz. Finde ich nicht gut, dass es random ist. Wäre cool, dass bei jedem irgendwie eins rauskommen würde oder so. Dann hätte man da viel mehr Überblick drüber. Ich gucke, dass ich bis morgen noch dieses Design-Kit zusammenbekomme. Dann können wir unser Nuke-Phone mal umdesignen. Oh, uns fehlt noch eins, ernsthaft. Und das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da müssen wir das schon mal nicht mehr kaufen. Jeden Tag ein bisschen, dann wird es schon. Komm schon. Aha! Obwohl, ich habe gestern noch Rosen gegossen. Vielleicht finden wir da oben was, neben der Mantis. Die Mantis bringt angeblich auch noch viel Geld. Ich glaube, die bringt 1200 oder so. Also wenn ihr reich durch Insekten werden wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall viele Blumen pflanzen. Dann kommen nämlich die seltenen Insekten. Eine Gottesanbeterin ist da. So, dann haben wir hier noch ein Fossil. Komm schon. Und mal gucken, vielleicht hat sich was vermehrt. Nein? Schade. Da unten war jetzt noch eine Ding. Gottesanbeterin, aber auf die pfeife ich mal. Schade eigentlich. Aber okay. Hier habe ich eben den Blumenspot gemacht. Hier sollte... Ich bin am überlegen, ob ich da nur rote Rosen dran mache, weil sonst immer so Mischgedöns entsteht. Und ansonsten entstehen halt immer schwarze Rosen zusätzlich. Wenn du zwei rote hast, dann entstehen praktisch schwarze. Und wenn du eine rote und eine weiße hast, entsteht eine pinke. Eine rote und eine gelbe macht eine orangene. Und so kann man das eigentlich... Es ist eigentlich wie Farben mischen. Es ist nicht schwer. Sollten sogar kleine Kinder verstehen. Aber wie man auf die Goldrose kommt, kein Plan. Das war so klar. Ich bin so blöd. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ich bin zu blöd zum Angeln. Naja, ich will mich mal bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ihn auch noch rum da. Wenn nicht, blas mir einen Schuh. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn wir mal nachts spielen. Mal wieder nachts spielen. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.